Und damit moin moin zurück zu Gold Rush. Ja, ich habe das Gold eben mal eingeschmolzen. Das ist schon ganz ordentlich gewesen. Und jetzt will ich das mal schnell auf die Schnelle verkaufen hier. Aber vorher mal gucken wir mal. Da. Wie ist der Goldpreis? Ne? Schon wieder gut im Keller. Und ich finde, das ist wie an der Börse hier. Man kann richtig gucken, wie sich der Goldpreis irgendwann mal entwickelt hat. Guck mal, von wo der kommt. Cool. Er ist zwar auf dem Absteigen, also aber wir brauchen Kohle. Und wir haben ein 52, 52 Unzen Gold. Und die verkaufen wir jetzt. Und wir haben 108.000 jetzt. Wie geil. Damit sollte sich doch unser Bagger kaufen lassen, oder? Wir gucken mal. Unser großer. Ich will diesen großen Bagger haben. Ja, so, dann wollen wir mal gucken. Da steht ein großer Bagger. Das ist der, den wir ganz gerne haben. 74.000 kostet, den können wir uns leisten. Der macht natürlich ein bisschen mehr weg. Oh, hier haben wir noch so unsere Kettenraube, Bulldozer, 54.000. Und der Frontlader, den hätte ich auch gerne. Später. Erstmal großer Bagger mit großer Schaufel. So, zack. Jetzt müssen wir den bezahlen. Das machen wir hier. Pop. Hey, automat. The machines has been automatic transported to your near storage system. Gemusen, bla bla. Ja, das wissen wir. Das ist noch nicht auf Deutsch. Großer Bagger. Zack. Bestätigen. So. Theoretisch müsste jetzt unser großer Bagger an unserem an unserer Baggerstelle sein. Beziehungsweise auf unserem Claim. Und da gucken wir doch mal hin, ob er da ist. Und wenn ja, tauschen wir den gleich aus. Dann kommt der kleine Bagger erstmal auf die Seite. Den stellen wir auf die Seite und dann nehmen wir den großen Bagger und gucken mal, was der so wegschafft. Ja, müsste eigentlich, wenn er schon ein großer Bagger heißt, dann müsste er eigentlich ordentlich was wegpreisen, oder nicht? Hoffe doch mal. Und dann nebenbei machen wir da wieder ein bisschen Geld und dann können wir uns gleich einen Claim kaufen. Eigentlich können wir jetzt schon kaufen und claimen. Dann brauchen wir keine Abgaben mehr bezahlen. Machen wir das noch? Wollen wir den Claim kaufen? Ja, dann komm, den kaufen wir noch. Auf jeden Fall machen wir richtig Asche gerade. Wenn das doch im wahren Leben auch so einfach ginge wie hier. Haha, wäre das schön. Boah, guckt euch das Teil an, da steht er ja schon. Hihi. Gut, dann wird der kleine Bagger jetzt aussortiert. Oder an die Seite gefahren. So, aussteigen. Hoffentlich kriegen wir den hier weg. Ich habe mich hier schön eingebaut. Obwohl, wir können auch darum fahren. Ja, das geht schon. So. Motor an.
So, erstmal Schaufel zu. Muss man in die richtige Richtung drehen, weil vorwärts ist darum. So. Kann man wirklich nicht irgendwie Gaspedal links, Kamera, Mixekamera, Schaufelkamera, Scheinwerfer, Handbremse, Motor, Steuerung ausblenden? Nee. Es gibt hier tatsächlich. Oh, keine Möglichkeit, diesen Bagger auf eine schnellere Gangart zu bringen. Ich meine, wer sich schon mal mit solchen Dingern gefahren ist, oder mit irgendwas in der Richtung wie, ich nehme mal zum Beispiel einen Gabelstapler. Das ist ganz einfach. Ein Gabelstapler hat ja mehrere Gänge. Was heißt mehrere Gänge? Er hat einmal den langsamen Gang, wo man mitarbeitet. Und wenn man damit unterwegs ist, gibt es dafür einen schnellen Gang. Dann ist auf einem ist eine Schildkröte, auf dem anderen ist ein Hase. Der Hase ist schnell, die Schildkröte ist langsam. So viel dazu. Nur irgendwie fehlt das hier. Irgendwie kann er das nicht. Ich weiß, ich habe noch nie in einem echten Bagger gesessen, muss ich auch mal dazu sagen. Aber, nichtsdestotrotz, irgendwie, weiß nicht, hätte ich das gerne. So, Schaufel einklappen. Schaufel runter. Boah. Handbremse anziehen. Motor aus. Ich weiß nicht, kann jemand einen Bagger? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die das ja auch gar nicht. Das weiß ich eben nicht. Ich bin da etwas unwissend. So, das ist unser großer Miniateur. Ob der so mini ist, das werden wir gleich sehen. Ach, ja, so. Groß auf jeden Fall. Sprit. Hat er. So. Schaufel hoch. Und dann fahren wir das Ding mal. So, wenn ich ihn trapp, kommt er auch nicht. Aber was soll's? Besser als nichts. So, mit unserem Mitarbeiter arbeitet er auch schön. 0,019 uns. Naja. Was vielleicht auch ganz nett wäre, muss man mal rüber gucken, wenn man da auch sieht, dass sich da was tut. Also momentan, man sieht ja nichts. Das könnte man vielleicht noch ins Spiel implementieren. Vielleicht ist es auch zu aufwendig, ich weiß es nicht. Möchte ich jetzt mich nicht auslassen. Für dieses Spiel vielleicht zu aufwendig, weiß ich nicht. Aber es hätte was, wenn da jetzt einer steht und irgendwas tut. Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso oder bin ich da alleine auch vor der Flur? So.
Huhu, bin da, wenn auch. So. So, den Bagger haben wir hier schon mal hingestellt. Jetzt müssen wir noch mal die ganzen Gerätschaften wieder zum Laufen kriegen. Da ist aber auch nicht mehr viel Sprit drin. Ach, für einmal langt es noch. Der ist noch gut befüllt, der Generator. Den brauchen wir auch nur für dieses Ding hier. Schmeißen wir an den Vogel hier. So, läuft wieder. So, erstmal Motor an. Jetzt wollen wir mal die Hui. Wollen wir mal ausloten, was wir hier, wie groß das Ding jetzt wirklich ist und wie weit wir damit kommen, ob wir hier wo sind wir noch ein Stückchen Könnte was werden, wa? Mal testen. Bis wohin kommen wir denn jetzt mit dem Ding? Oha. Ja, gut. Machen wir mal Schaufel auf. Oh ja, doch. Sichtbar. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen den Arm einziehen. Den ein bisschen höher. Und dann machen wir mal auf. Ui! Ja. Okay. Die Investition war gut. Definitiv gut. Lieber Scholli. So, Frage ist, kann man das ein bisschen dosieren, was da reinrieselt? Ja, kann man. Ja.
So, raus mit dem Kram. Hey. Das lohnt sich. Jo, einmal ist voll. Stimmen wir mal ab. Stopp. Sind wir den einmal? So. Und. Bist du nicht an? Nö, bist du nicht an. Hier ist er wieder an. So, jetzt machen wir weiter. Backern das Ding nochmal wieder voll. Das war jetzt zugegeben normalerweise nicht allzu viel, aber... Dafür machen wir jetzt wieder eine volle Schaufel rein. Thank you.
war jetzt zu schnell, das Guten. Aber gut. Tja, das geht alles ein bisschen flotter, ne? Was wir hier machen. Ich glaube, dem Kauf unserer Parzelle steht nichts mehr im Wege. Hier steht gar nichts mehr im Wege. Oh, das war falsch. Das war auch falsch. Mann. So wollte ich. Und raus damit. Wo ist denn hier? Ja, doch. Ich bin zufrieden. Mit uns und unserer Leistung. Mein Käffchen ist alle. Sowas. Und Eimerchen wieder voll. So. Das geht doch jetzt echt richtig schön flott. So. Verarbeitung abgeschlossen. Na, sehr schön. Dann machen wir doch mal auf Stopp. Jetzt werden wir mal kurz diesen hier entleeren. Dafür haben wir ja hier unseren Magnetitanhänger. So, das Ding ist jetzt mit 20% gefüllt. Und den werden wir gleich mal zusammen wegbringen. Ich wollte das ja immer mal zeigen und irgendwie, es lohnt sich nicht. Das ist meine Meinung. Wenn da nur so wenig drin ist, man wollte ja auch was sehen, nicht? Den einmal nehmen wir schon mal mit. 0,055 hat er jetzt inzwischen. Also irgendwie ist der Typ unnütz. Läuft das Ding?
Strom ist noch nicht an. Jetzt läuft's. Und hinein. So, wollen wir mal gucken, was wir jetzt für ein Ergebnis erzielen. Zehn Unzen. 12, 14, 30. Hm. 30,5 haben wir jetzt. Den hauen wir noch hinterher und dann gucken wir mal, wo wir jetzt liegen, wo wir dann beenden. Schwupps. Oh. Sehr schön. So. Und jetzt, da wir mit 63 Unzen können wir uns die Parzelle leisten. Muss man mal ja so sagen. So. Bank. Parzelle Old Arnold. Kauf. Im Besitz. So. Das ist jetzt unsere Parzelle. So. Jetzt schnappen wir uns unser Auto. Und dann fahren wir mal den Magnetit-Dingsbums da mal weg und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht und darum wird das heute mal ganz pauschal in Angriff genommen. Man muss ja auch sagen, mal ganz ehrlich sein, ich habe das Ding ja aber auch selten dämlich dahingestellt, ne? Auf die Idee muss man erstmal kommen. Irr. Alter, ich fahre hier gleich runter mit dem Auto. Ja, ich gebe zu, ich habe das alles ein bisschen blöd gemacht. Ah. Jetzt schiebe ich das Ding natürlich noch wieder weg. Ja, ist richtig. Ich mache das ganz gut so. Findet ihr nicht auch? Alles. Oh oh. Haha. Wir merken uns das nächste Mal das Ding irgendwo anders parken, wo es nicht so bescheuert in der Gegend rumsteht. Nicht in so einer Kuhle, sondern irgendwo hier oben. Mein Anhänger ist 20% voll. Man sieht, kann ja nicht viel bei rumkommen eigentlich, oder? Oder? Vielleicht doch. Wer weiß es. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht ungewillt, unseren Arbeiter wieder zu entlassen.
Weil das, was der da schürft, das ist ja schon lächerlich. Bringt der überhaupt das Geld wieder rein, was er für seine Arbeit verlangt? So, hier soll man das abladen. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Anhänger. Da ist ein Hebel, der leuchtet. Wo leuchtet, da drücken wir drauf. So, jetzt fließt da irgendwas raus, das war's schon. Und, oh, doch, hat was gebracht. So ein bisschen. Für 20%, das waren 2000, glaube ich, ungefähr, ne? War nicht so verkehrt. Okay, lohnt sich also, wie man sieht, auch das Magnetit aufzusammeln und zu verkaufen. Ja. Das war ergiebig. 63 Unzen an Gold haben wir jetzt gerade mit zwei Eimern gemacht. Nicht so verkehrt. Man, so oft brauchen wir den Magnetitanhänger nicht. Eigentlich können wir den hier vorne irgendwo parken, oder? Können wir ihn hier einfach mal ordentlich daneben stellen? Ansage war ordentlich, ne? Gut, halt. Naja. Jo. So, den lassen wir jetzt hier stehen. Den können wir immer schön befüllen, weil so viel kommt da ja nicht bei rum momentan. Anmerkung nicht sieht. Und ich würde sagen, wir sind gut davor. Läuft. Und ich würde mir überlegen, ob ich diesen komischen Arbeiter nicht feuere. Weil so viel taugt er nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gehen wir mal rein hier. Arbeiter. 113,30 Dollar will er haben für 39% Arbeit. Gucken wir mal. Wir warten ab. Na gut. Also, wir sind bis jetzt zufrieden mit unserer Ausbeute, mit dem, was wir schaffen. Oder ich bin damit zufrieden, sogar sehr. Ich glaube, ich backe jetzt noch eine Runde rum. Und werde noch ein bisschen Gold sammeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder irgendwas Neues habe. Oder wenn ich was Neues aufbaue, wie zum Beispiel die große Waschanlage. Oder vielleicht kaufe ich mir ja doch vorher noch den Bulldozer oder den Radlader. Oder ach, was weiß ich nicht alles. Es gibt so viel zu kaufen. Wir müssen hier auch noch irgendwann umbauen. Denn das Ding da, das... kann da ja nicht bleiben. Wenn die großen Teile kommen, dann müssen die hier irgendwo aufgestellt. Und ach, diese ganzen Holzpassan-Dinger haben hier auch ihre Funktion. Ja. Wir werden sehen. Macht's gut, bis dann. Und tschüss.